Ein Jahr ist es nun her, dass im NSU-Prozess die Urteile gesprochen wurden. Es war einer der aufwendigsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. So aufwendig, dass das schriftliche Urteil bis heute noch nicht fertiggestellt ist. 10 Mordfälle, 5 Angeklagte, 95 Nebenkläger, 438 Sitzungstage. Das Urteil lebenslänglich für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Jetzt, ein Jahr nach dem Urteil, ist die Diskussion über den Umfang von rechtsextremem Terror wieder neu entfacht seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Wir reden gleich mit der Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, die beim NSU-Prozess 400 Tage persönlich anwesend war und diese Erkenntnisse in diesem Buch zusammengetragen hat, Der Prozess. Vorher noch mal die wichtigsten Stichpunkte zum Thema, Dirk Jacobs. Nach 5 mühsamen Prozessjahren war das Urteil von Richter Götzl am 11. Juli des vergangenen Jahres dann doch eindeutig. Beate Zschäpe schuldig des 10-fachen Mordes mit einer besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich. Götzl ließ also keinen Zweifel. Zschäpe war im NSU-Trio mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt weit mehr als nur eine Mitwisserin. Sie und 3 weitere Angeklagte haben gegen ihre Urteile noch Revision eingelegt. Zurückgeblieben ist aber Enttäuschung bei Nebenklägern und Angehörigen, weil sie viele erhoffte Antworten nicht bekamen. Politische Fragen nach Fehlern und Verstrickungen des Verfassungsschutzes und dem Umfang rechtsextremer Netzwerke blieben offen. Fragen, die sich nach dem jüngsten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke zum Teil neu stellen. Die vielleicht bekannteste deutsche Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, die an fast allen Sitzungstagen dabei war, kommt in ihrem Buch dennoch zur Erkenntnis, der Prozess habe seine Aufgaben sehr gut erfüllt. Und jetzt ist sie bei uns, Gisela Friedrichsen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, wir haben es gerade gehört, Sie ziehen ein positives Fazit. In der Öffentlichkeit wird dieser Prozess ja aber eher so als Mammutprozess wahrgenommen, bei dem sehr viele Fragen offen geblieben sind. Ich kann die Opfer sehr gut verstehen. Sie hatten andere Fragen an den Prozess, als die Aufgabe des Prozesses eigentlich gewesen ist. Dieses Gericht hatte über die Anklage zu verhandeln und es hatte zu einem Urteil zu kommen über die Angeklagten. Und alles andere, nämlich Behördenversagen, Versagen bei den Ermittlungen und dergleichen, das war nicht Aufgabe dieses Prozesses, dies zu klären. Die Verantwortlichen dafür, die saßen nicht auf der Anklagebank. Also würden Sie sagen, dass die Nebenkläger oder viele Angehörige sich dann zu viel erhofft hatten von dem Prozess? Sie haben sich das Falsche erhofft. Sie haben Fragen gestellt, die dieses Gericht nicht beantworten konnte. Wie gesagt, ich kann es sehr gut verstehen, dass dann die Enttäuschung riesig ist. Aber das Gericht hat, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, seine Aufgabe fulminant erledigt. Es hat über fünf Jahre überstanden, ohne dass gravierende Fehler passiert sind. Kein Befangenheitsantrag war erfolgreich, außer einer der Nebenklage gegen einen Psychiater, der nicht sachkundig gewesen ist. Insgesamt muss man sagen, eine absolut respektable Leistung dieses Gerichts. Sie haben das Ganze sehr eng verfolgt. Ich habe schon gesagt, Sie waren an mehr als 400 Tagen auch direkt vor Ort. Was war für Sie der bewegendste Moment? Es gab immer wieder bewegende Momente, also wenn die Opfer ausgesagt haben zum Beispiel, als sich der Vater Josgat vor Zschäpe am Boden geworfen hat, um zu zeigen, wie er seinen Sohn gefunden hat. Das war eine Situation, da hat man Gänsehaut bekommen natürlich. Aber auch so Situationen, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, was sind das für Zeugen aus dem rechten Milieu oder Zeugen aus dem Verfassungsschutz? Da blieb einem manchmal die Luft weg, was diese Leute da ausgesagt haben. Oder wie sie sich gedrückt haben vor Antworten, weil sie ihr Versagen nicht zugeben wollten. Sie schreiben in Ihrem Buch, der Prozess, am Ende ist festzustellen, dass der NSU-Prozess wie kaum ein zweites Verfahren für politische Propaganda benutzt worden ist. Was meinen Sie damit? Nun ja, es haben bestimmte Anwälte haben versucht, Deutschland in Misskredit zu bringen und insgesamt einen Rassismus diesem Land zu unterstellen. Das ist ein Pauschalurteil gewesen, dem ich nicht folgen kann. Es mag hin und wieder einen geben, der rassistisch sich äußert oder verhält, aber insgesamt, glaube ich, ist die deutsche Bevölkerung doch alles andere als rassistisch eingestellt. Nur weil man
bei den Ermittlungen erstmal im Umfeld der Opfer angefangen hat. Das macht man in jedem Mordprozess. Nicht, dass man erstmal fragt. Ich glaube, gemeint war wahrscheinlich auch, dass man sehr, sehr spät erst auf diesen Hintergrund gekommen ist und man am Anfang fast schon den Opfern selber vorgeworfen hat, dass sie irgendwie verwickelt sein müssen in irgendwelche dubiosen Geschäfte. Was ist denn eigentlich Sache? Ich meine, wenn heute eine Frau ermordet wird, dann fragt man auch erstmal, war der Ehemann, ist der da irgendwie involviert? Das ist ganz selbstverständlich. Das Vorgehen dieser Täter, Bönhardt und Mundlos, war von einer unglaublich ausgeklügelten Perfidie. Und man ist nicht dahinter gekommen am Anfang, dass das ja möglicherweise einen rechtsradikalen Hintergrund haben könnte. Das ist jetzt natürlich anders. Jetzt haben wir die Lehren draus gezogen, wie man ja an dem Fall Lübcke sieht. Da hat man sofort dran gedacht, ob das nicht eventuell einen rechtsextremistischen Hintergrund haben könnte. Und auch jetzt wird ja wieder über mögliche Verbindungen zum Umfeld des NSU spekuliert. Hessen hält seit Jahren eine Geheimakte über diese Netzwerke zurück. Was halten Sie davon? Nun ja, das Land Hessen argumentiert, für den Verfassungsschutz müssen wir, da haben wir den Leuten, den V-Leuten, absolute Diskretion zugesichert, Vertraulichkeit zugesichert. Wir kriegen sonst niemand, wenn er sich nicht darauf verlassen kann, dass seine Identität absolut geschützt wird. Und zwar nicht nur seine, sondern auch die seiner Kinder, seiner Familie. Deshalb diese ominösen 120 Jahre. Ist unbefriedigend für die Opfer, ganz selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, eine Behörde, die in eine solche Szene Leute einschleusen will, die kann das nicht machen, indem sie die Identitäten alle preisgibt. Nicht? Es ist leider so. Für ein Opfer ist es natürlich unerträglich. Sagt Gisela Friedrichsen, die wahrscheinlich bekannteste Gerichtsreporterin des Landes. Vielen Dank für den Besuch heute Morgen. Danke sehr. Ein Jahr nach dem Urteil im NSU-Prozess.